Willkommen zurück zu meiner Videoserie über Jazz-Improvisation. In diesem Teil geht's um den Jazz-Standard Black Orpheus. Viel Spaß! Moin moin und willkommen hier auf diesem Kanal. Hier findest du regelmäßig alles zum Thema Musiktheorie, Komposition und Arrangement. Vergiss nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und am Ende dieses Videos auf Gefällt mir zu klicken, wenn dir das Video gefallen hat. Eine Kapitelübersicht zu diesem Video findest du natürlich wie immer in der Beschreibung. Dort findest du auch wieder den Link zu meiner Patreon-Seite, wo du dir die entsprechende MP3-Datei und PDF-Dateien zu diesem Video heute herunterladen kannst. Starten wir direkt mit dem Beitrag. In diesem sechsten Teil der Videoserie über Jazz-Improvisation schauen wir uns, nachdem wir uns im letzten Teil den Jazz-Standard Autumn Leaves angeschaut haben, diesmal ein Bossa Nova geschrieben von Luis Bonfa an, und dieser Bossa Nova nennt sich Black Orpheus oder läuft ebenfalls unter dem Originaltitel Mania de Carnaval. In den über die vielen Jahre erschienenen Real Books, in denen man ja viele Jazz-Standards findet, findet man auch diesen Jazz-Standard, genauso wie hier auch, in Amol meistens notiert. In der portugiesischen Sprachversion aus Brasilien wird das Stück jedoch oftmals in G-Moll gespielt, also zwei Halbtöne tiefer als hier notiert. Wir schauen uns in diesem Video, um es einfach zu halten, die Version in A-Moll an, die ist auch am weitesten verbreitet. Und bevor wir kurz analysieren, was in diesem Liedsheet passiert, damit wir besser improvisieren können über das Liedsheet, über den Jazz-Standard, hören wir uns diesen Jazz-Standard einmal in der weit verbreiteten Realbook-Version an. So, das wäre eine Möglichkeit, wie dieser Jazz-Standard klingen könnte. Und du hast bestimmt gehört, sehr eingängige Melodie. Das Ganze kann man sich gut merken. Zu dieser Melodie gibt es auch einen englischen oder einen portugiesischen Songtext. Wenn man den lernt, dann hilft das natürlich nochmal weiter, diese Melodie zu verinnerlichen. Und solche Melodien von Jazz-Standards zu lernen und zu verinnerlichen, das ist ganz, ganz wichtig, um auch gute Soli dann nachher über diese Standards spielen zu können, weil die Melodie ja auch ganz, ganz stark die Struktur dieses Liedsheets beeinflusst. Wenn du jetzt genau hingehört hast auf die Melodie, dann ist dir vielleicht auch noch etwas anderes aufgefallen. Wir sehen hier im Liedsheet, wurde die Melodie binär notiert. Das heißt also, wir haben immer Notensätze, die sich hier durch zwei teilen lassen. Also ganze Noten durch zwei geteilt macht eine halbe Note durch zwei macht dann eine Viertelnote und so weiter. Alles binäre Notensätze.
Interpretiert wurde diese Melodie allerdings im Audiobeispiel in einer ternären Rhythmik. Hier wurden halbe Noten zu drei Viertelnoten aufgebrochen und wir haben somit eine ternäre Rhythmik bekommen und auf diese Art und Weise wird die Melodie in der Praxis auch viel lieber gespielt als diese binäre Spielweise. Wenn du auf YouTube dir zum Beispiel Stücke, Interpretationen von Black Orpheus oder Manier de Carnaval anhörst, dann hörst du hier meistens eine ternäre Spielweise, die du notiert auch vorfinden wirst, wenn du einmal nach dem Stück suchen wirst bei Google und Manier de Carnaval Lead Sheet eingibst statt Black Orpheus Lead Sheet. Hier blende ich dir noch einmal kurz ein, was du melodisch in Wirklichkeit gehört hast und du siehst schon immer jeweils diese Zweiergruppen von Noten, die sind hier in eine Triolengruppe aufgeteilt worden und die Melodie liegt hier somit in einer ternären Rhythmik vor, alles andere was im Hintergrund passiert, folgt einer binären Rhythmik. Kommen wir zu einer kurzen und knappen harmonischen Analyse dieses Stückes. Black Orpheus besteht aus einem A-Teil von 16 Takten und einem B-Teil von 16 Takten hier unten. Außerdem finden wir am Ende noch ein Coda aus 4 Takten vor und dieses Coda wird bei Live-Interpretationen auch gerne als Intro vor dem A-Teil gespielt. Schauen wir uns nun einmal die Akkorde bzw. Changes von Black Orpheus an. Und wir sehen, wir starten hier mit dem Stück in A-Moll und auch direkt als ersten Akkord finden wir einen A-Moll-Akkord vor. Den bespielen wir auch ganz normal mit dem Tonmaterial der A-Moll-Tonleiter und dieser A-Moll-Akkord klingt dann somit A-Eolisch. Weiter geht's mit den Akkorden H-Moll 7 mit verminderter Quinte, E7, B9 und A-Moll. Der H-Moll 7 Akkord mit verminderter Quinte stammt aus der A-harmonischen Moll-Tonleiter und ist dort auf der zweiten Stufe dieser Tonleiter zu finden. Weiter geht's mit einem E7-B9 Akkord. Diesen Akkord finden wir ebenfalls in einer A-harmonischen Moll-Tonleiter auf der fünften Stufe und dieser Akkord löst als Dominante vom A-Moll wieder zu A-Moll auf in diesem Stück. Wir haben hier also eine 2-5-1 Kadenz aus A-harmonisch Moll. Hier könnte man dementsprechend das Tonmaterial aus A-harmonisch Moll nutzen, bekommt dann hier als Färbung H-Lukrisch 6 und hier als Färbung E-Mixolydisch B9-B13, während man dann hier auf dem A-Moll wieder A-Eolisch spielen kann. Man kann aber auch mit harmonisch Moll weitermachen, um den A-Moll-Akkord hier ein bisschen anders zu färben. Weiter geht's mit einer 2-5 Kadenz in A-Moll, die wir auch wieder mit dem Tonmaterial aus A-harmonisch Moll bespielen können, genauso wie hier. Der E7-B9 Akkord wird jetzt allerdings nicht wieder, wie man es erwarten würde, zu A-Moll aufgelöst, sondern wir finden einen D-Moll 7 vor. Neben diesem D-Moll 7 finden wir weiterhin die Akkorde G7 und C-Major 7 vor, welches eine 2-5-1er Kadenz aus C-Dur ist. Und über diese 2-5-1er Kadenz in C-Dur können wir einfach mit dem Tonmaterial von C-Dur bzw. parallelem Tonmaterial A-Moll drüber spielen und improvisieren. Weiter geht's mit einem Akkord, den wir bis jetzt noch nicht so in unseren Theorieteilen dieser Serie vorgefunden haben, den wir später in Theorieteilen aber auch nochmal besprechen wollen, einem Cis-Vollvermindert-7-Akkord. Dieser Cis-Vollvermindert-7-Akkord besteht nur aus kleinen Terzen, das heißt also er besteht aus den Tönen Cis, E, G und der verminderten Septime B bzw. B-Flat. Vorfinden können wir diesen Akkord genauso wie seinen Nachfolger, den A7B9 Akkord, in einer D-harmonisch-Molltonleiter bestehend aus den Tönen D, E, F, G, A, B und Cis. In der D-harmonisch-Molltonleiter können wir diesen Cis-Vollvermindert-7 Akkord auf der siebten Stufe der D-harmonisch-Molltonleiter harmonisieren und bilden, den A7-B9 Akkord auf der fünften Stufe und dieser A7-B9 Akkord ist außerdem die Dominante vom D-Moll-7 Akkord und löst sich dann im nächsten Takt auch zum D-Moll-7 Akkord auf. Diese Akkordfolge des Akkords der siebten Stufe aus D-harmonisch Moll und dem Akkord der fünften Stufe aus D-harmonisch Moll können wir auch etwas uminterpretieren, wenn wir hier für das Cis-Vollvermindert-7 eine Slash-Akkord-Schreibweise verwenden. Diese aus den Tönen Cis,
E, G und B bestehende Akkord kann auch sofern umgedeutet werden, dass wir uns einmal den Dreiklang aus den Tönen E, G und B nehmen und sagen, hier haben wir einen halbverminderten E-Moll-Akkord von der zweiten Stufe aus D-Moll mit dem Ton Cis im Bass. Somit haben wir ebenfalls die Töne des Cis voll vermindert 7 Akkords genommen, aber wir haben diesen Akkord aufgedeckt als zweite Stufe aus D-harmonisch Moll über dem Basston Cis und interpretieren diese beiden Akkorde jetzt als verschleierte 2-5 aus D-harmonisch Moll, also eine sekundäre 2-5-Kadenz, die zum Akkord der vierten Stufe aus A-Moll auflösen soll, welches der Akkord D-Moll 7 ist. Klingt alles super kompliziert, aber im Prinzip sagt uns das eigentlich nur, dass wir über diese beiden Akkorde eine D-harmonisch-Moll-Tonleiter spielen können zum Improvisieren und hier beim D-Moll 7 dann mit D-Durisch am besten weitermachen, da dieser D-Moll 7-Akkord schon wieder Bestandteil einer weiteren 2-5-1-Kadenz ist. Vielleicht weißt du bereits, dass dieser Cis voll vermindert 7 ein besonderer Akkord ist, nämlich ein symmetrischer Akkord, weil er eben nur aus kleinen Terzen besteht. Deshalb kann man hier auch mit symmetrischen Tonleitern über diesen einzelnen Akkord improvisieren. Das machen wir aber jetzt erstmal noch nicht und werden wir uns in späteren Stücken angucken, weil die Zeit hier einfach zu knapp ist, dann schnell die Skalen zu ändern. Machen wir weiter mit den Akkorden D-Moll 7, G7 und C6 und warum wir hier jetzt nicht D-Eolisch spielen, wenn wir doch von diesem A7 kommen. Wir spielen hier lieber D-Dorisch, weil wir den D-Moll 7 schon als Bestandteil einer 2-5-1-4-Kadenz in C-Dur sehen wollen, beziehungsweise mit den noch folgenden Akkorden haben wir hier tatsächlich noch eine Jazz-Vollkadenz in A-Moll, die hier jetzt folgt. Und bis Takt 16 hier unten geht. Die Akkorde D-Moll 7, G7, C6 und F-Major 7 können wir mit dem Tonmaterial der C-Dur-Tonleiter durchweg bespielen. Die restlichen Akkorde dieser Jazz-Vollkadenz in A-Moll können wir mit dem Tonmaterial von A-Harmonisch-Moll bespielen. Hier haben wir die 2-5-Kadenz aus A-Harmonisch-Moll, die sich dann zu A-Moll auflöst. Hier können wir wieder weiter harmonisch-Moll verwenden, A-harmonisch-Moll oder eben A-Eolisch nehmen, wenn wir nicht ganz so viel Spannung in diesem Takt haben wollen. Und nach dieser Jazz-Vollkadenz in A-Moll finden wir noch einmal eine 2-5-Kadenz in A-harmonisch-Moll vor. Weiter geht's jetzt mit dem B-Teil. Hier kommen wir dann wieder in A-Moll an und finden als allererstes eine 2-5-1 in A-Moll vor. Die Akkorde H-Moll 7 mit verminderter Quinte und E7 B9 bespielen wir wieder wie gewohnt mit Tonmaterial aus der A-harmonisch-Moll-Tonleiter und für die A-Moll-Akkorde können wir wieder A-Eolisch verwenden, also A-Natürlich-Moll. Dann kommen wir auf die nächste 2-5 aus A-harmonisch-Moll, welche allerdings nicht wieder zum A-Moll-Akkord aufgelöst wird. Wir landen hier auf einem E-Moll 7 mit verminderter Quinte, einem A7B9 und einem D-Moll. Dies ist eine 2-5-1-Kadenz aus D-harmonisch-Moll. Und hier können wir auch wieder das Tonmaterial aus der D-harmonisch-Moll-Tonleiter verwenden. Hier hinten über den D-Moll-Akkord können wir dann D-Eolisch oder D-Natürlich-Moll verwenden. Als Zuhörer würden wir hier statt dem E-Moll-7-Akkord mit verminderter Quinte natürlich weiterhin den E7-B9-Akkord aus A-harmonisch-Moll erwarten. Hier gibt es aber einen sogenannten Modal Interchange. Das Tonmaterial wird angepasst und wird zu dem Tonmaterial aus D-harmonisch-Moll angepasst. Zum Thema Modal Interchange habe ich auch nochmal ein extra ausführliches Video gemacht. Das Video verlinke ich dir natürlich auch noch einmal im Infotab hier oben. Nachdem wir den D-Moll-Akkord hier nun zwei Takte lang als Eolisch interpretiert haben und als Bestandteil dieser 2-5-Kadenz aus D-harmonisch-Moll, interpretieren wir den nächsten D-Moll-Akkord in diesem Takt jetzt wieder D-Dorisch und somit als Bestandteil von A-Moll, finden nach diesem dorischen D-Moll-Akkord und dem D-Moll 7 über C ein H-Moll 7 mit verminderter Quinte, ein E7-B9 und ein A-Moll vor, also eine 2-5-1-Kadenz in A-Moll. Hier spielen wir wieder A-harmonisch-Moll.
Hier spielen wir am besten wieder A-Aiolisch bzw. A-Natürlich-Moll, weil wir hier eben auch ein A-Moll 7 über G haben. Und da kommt uns der Ton Gis aus der A-harmonischen Molltonleiter ein bisschen in die Quere, wenn der hier nochmal auftauchen würde. Als nächstes haben wir mit den Akkorden F-Major 7, H-Moll 7 mit verminderter Quinte, E7, B9 und A-Moll eine erweiterte Jazzkadenz in A-Moll, nämlich den Akkord, den wir auf der 6. Stufe, auf der 2. Stufe, auf der 5. Stufe und der 1. Stufe aus A-harmonisch-Moll bilden können, beziehungsweise hier spielen wir am besten wieder A-Aiolisch, damit das Ganze relativ spannungsarm erstmal noch abläuft. Nach Ablauf des B-Teils spielen wir noch einmal den A-Teil und den B-Teil und landen dann hier bei unserem Coda. Das Coda besteht mit den Akkorden A-Moll 7, D-Moll 7 und E7 durchweg aus Akkorden, die man in einer A-Natürlich-Moll-Tonleiter bilden kann. Und wollte man über diesen Bereich improvisieren, nimmt man hier einfach eine A-Natürlich-Moll-Tonleiter aus den Tönen A, H, C, D, E, F, G. Als nächstes bist du wieder gefragt mit deiner Improvisation. Nachdem du nun weißt, welche Skalen du über die jeweiligen Abschnitte von Black Orpheus spielen kannst, habe ich dir hier einmal einen Backing-Track vorbereitet, jeweils mit den Changes. Und du kannst hier gemütlich im Video dann zu diesem Backing-Track improvisieren, kannst dir diesen Backing-Track aber auch auf meiner Patreon-Seite kostenlos herunterladen und barrierefrei. Dort findest du neben dem Backing-Track natürlich auch wieder das Leadsheet im PDF-Format zu diesem Stück. Den Link zu meiner Patreon-Seite findest du in der Beschreibung und dort findest du natürlich neben diesem Backing-Track im MP3-Format auch wieder die PDF-Datei zu Black Orpheus zum Download. Angekommen auf meiner Patreon-Seite kannst du dir natürlich auch überlegen, ob du mich bei Patreon unterstützen möchtest, so wie das zum Beispiel Arnold Esper und Christian Pfeffer gegen eine Namensnennung tun und deshalb hier in diesem Video wieder genannt werden. Und ich sage Dankeschön. Und es kann losgehen mit deiner Improvisation. Wenn dir nun noch einige Inspirationen fehlen, was du so über dieses Stück spielen könntest und auf welche Art und Weise du über dieses Stück improvisieren könntest, dann habe ich dir hier auch, wie gewohnt, das habe ich ja bei den letzten Stücken auch schon gemacht, einmal ein Beispiel Solo notiert, dort einiges von dem, was wir heute schon gelernt haben, angewendet,
aber auch teilweise Chromatik und einmal eine Skala, die wir bis jetzt noch nicht besprochen und noch nicht verwendet haben, um gerade wenn du merkst, dass du weiter fortgeschritten wirst in deinem Training, in deiner Übung und Improvisation über dieses Stück, dass du diese Skala auch mal ausprobieren kannst an gewissen Stellen. Das Solo klingt so. Und wie du hören konntest, habe ich mich an den meisten Stellen soweit daran gehalten, hier heute die besprochenen Skalen jeweils über die jeweiligen Akkorde anzuwenden. Das Ganze geht hier mit diesem Auftakt aus 3 Achtelnoten los. Hier benutze ich E-Mixolydisch B9, B13, entspricht dem Tonmaterial der A-harmonischen Molltonleiter. Und du siehst hier die Töne E, F und Gis, also alles gar kein großes Geheimnis. Hier verwende ich durchweg Töne aus der A-Molltonleiter. Und hier kann man auch keinen wirklichen Ton, den Ton Gis aus der A-harmonischen Molltonleiter, den sieht man hier nicht. Natürlich sollte man ihn hier verwenden statt dem Ton G. Aber du siehst, in diesen vier Takten benutze ich durchweg Tonmaterial, welches nur aus A-Moll kommt, A natürlich Moll. Über die Akkorde D-Moll 7 und G7 habe ich dir mal einige Färbungsmöglichkeiten gezeigt. Hier wird es ein bisschen chromatisch. Dieser Ton E verändert sich im nächsten Takt zum Ton S. Und das liegt daran, dass ich mich hier nicht daran halte, über das D-Moll 7 dorisch zu spielen, so wie es eigentlich am nächsten an dieser Komposition dran wäre, sondern ich verwende hier D-Iolisch und dann habe ich in meiner D-Moll-Tonleiter nicht mehr die große Sechste, die dorische Sechste, den Ton H drin, sondern habe jetzt den Ton B hier drin, der tritt hier am Ende noch einmal auf. Und über den G7-Akkord verwende ich G-Mixolydisch B13. Das ist das Tonmaterial aus C-Melodisch-Moll und hier würde man jetzt erwarten, dass sich das Ganze zu C-Moll auflöst. Es löst sich aber zum C-Major 7, zu C-Dur auf. Es ist aber durchaus legitim, hier auf diesem G7-Akkord statt G-Mixolydisch auch Modes zu benutzen, die aus C-Moll kommen. Also entweder G-Mixolydisch B13 oder G-Mixolydisch B9 B13 aus C-Harmonisch-Moll. Über den Cis voll vermindert 7 Akkord habe ich hier jetzt nicht D-harmonisch Moll als Tonleiter verwendet, sondern ich habe über diesen symmetrischen Akkord eine symmetrische Tonleiter gespielt, nämlich eine Cis-Halbton-Ganzton-Skala. Die Skala erhältst du, indem du vom Ton Cis aus startest und dann jeweils immer einen Halbton und vom nächsten Ton aus einen Ganzton machst, bis du wieder bei Cis ankommst. Den Ton Cis habe ich hier in diesem Fall weggelassen. Ich starte hier auf dem Ton E. Darunter würdest du von dieser Halbton-Ganzton-Skala den Ton Cis und den Ton D vorfinden. Dann ein Ganztonschritt zum Ton E, ein Halbtonschritt zum Ton F, ein Ganztonschritt zum Ton G, ein Halbtonschritt zum Ton Ass, ein Ganztonschritt zum Ton B und ein Halbtonschritt hier zum Ton Cis. Über dem A7, B9 wird der Ton Cis dann wieder zu Cis. Und hier habe ich dann Tonmaterial aus A-Mixolydisch B9, B13 genutzt, also das Tonmaterial der D-Harmonisch-Moll-Tonleiter. Den Ton Cis hier vor dem Ton D im Takt mit dem D-Moll-7-Akkord kann man als chromatische Vorschlagsnote interpretieren. Man kann aber auch meinen, dass ich hier eine D-Harmonisch-Moll-Tonleiter nutze. Und dort haben wir ja den Ton Cis als große Septime drin. Und die einmal kurz gegen diese kleine Septime, die im Akkord klingt, werfe. Auch hier haben wir dann wieder eine chromatische Vorschlagsnote, den Ton Cis, der zum Ton G geht. Über dem G7-Akkord
Wenn der Ton Cis hier vorkommt, könnte es sich auch um G-Mixolydisch Kreuz 11 handeln. Und diesen Mode finden wir auf der vierten Stufe von D-Melodisch Moll vor. Das sind hier an dieser Stelle aber alles auch nur Färbungsideen, die du machen kannst, wenn du merkst, okay, ich komme hier sehr, sehr gut mit dem Stück klar. Ansonsten kannst du dich hier ganz strikt dran halten, dass du über diese vier Takte wirklich nur ganz straight Tonmaterial aus C-Dur spielst. Dieser Ton Dis in dem C6-Akkord, der als Vorschlagsnote zu E genutzt wird, den kann man auch wieder als Chromatik sehen. Es ist allerdings auch eine Blue Note. Zu den Blue Notes kommen wir dann aber später in dieser Improvisationsserie noch, wenn wir uns mit dem Jazz Blues auseinandersetzen. Über den H-Moll 7 mit verminderter Quinte und dem E-Moll 7 B9-Akkord, sowohl den A-Moll-Akkord, habe ich dann wieder nichts Abgefahrenes mehr gespielt, sondern halte mich hier an die Skalen, die wir uns ausgesucht haben für dieses Stück und die so weit so nah dran wie möglich am Stück auch funktionieren. Diese drei Töne, die ich über den H-Moll 7 mit verminderter Quinte hier notiert habe für die Improvisation, die stammen aus H alteriert. Das Ganze wird hier aber gar nicht ganz ausgespielt, sondern der Ton S hier wird dann zum Ton E alteriert und hier wird dann wieder E-Mixolydisch B9, B13 gespielt. Das Ganze ist also eher so eine kleine chromatische Spielerei, dass wir hier den Ton S haben, hier den Ton E, der dann wieder passt und über den E7, B9 Akkord dann eben wieder A-harmonisch Moll spielen vom Tonmaterial. Weiter mit einigen Anmerkungen zum B-Teil. Hier sind wir jetzt auch größtenteils diatonisch in den ersten drei Takten. Hier sieht man, dass Tonmaterial aus A-harmonisch Moll genutzt wurde, weil hier der Ton Gis auftritt. Und das Ganze ist hier fast ein komplettes E7-Arpeggio aus den Tönen H, D und Gis. Der Ton E würde noch fehlen. Im nächsten Takt dann wieder ganz normale diatonische Tonleiter eigene Töne aus A natürlich Moll. Über den H-Moll 7 mit verminderter Quinte habe ich jetzt hier Chromatik verwendet. Ich gehe chromatisch vom Ton S zum Ton D zum Ton Cis runter und dann folgt ein E7-Arpeggio. Zunächst mit dem Ton D, der Septime aus E7, dann den Ton E, dem Grundton vom E7-Akkord, dann der Ton Gis, die Terz vom E7-Akkord und dann landen wir hier wieder auf dem Ton E. Als nächstes kommen wir zu unserem Modal Interchange. E-Mixolydisch B9, B13 wird zu E-Lokrisch. Hier wird Tonmaterial der D-harmonischen Molltonleiter genutzt. Deshalb finden wir hier auch diesen Ton B vor. Im nächsten Takt finden wir ein A7-B9 Arpeggio über diesen A7-B9 vor. Von der Skala hier hatten wir ja gesagt, dass wir hier A-Mixolydisch B9, B13 bzw. auch wieder Tonmaterial aus D-harmonisch Moll spielen. Hier ist einfach das A7-B9 Arpeggio gespielt worden. Aus den Tönen B, das ist die None von diesem A7-Akkord, den Ton E, die Quinte vom A7-Akkord, den Ton Cis, die Terz, Ton E, Quinte, dann hier wieder die Terz einmal oktaviert, der Ton Cis und dann hier wieder die None, der Ton B. Weiter geht's jetzt diatonisch die D-Moll-Tonleiter runter hier, vom Ton A bis runter zum Ton C. Der D-Moll-Akkord und der D-Moll-7-Akkord werden hier, wie besprochen in der Analyse, mit D-Dorisch bespielt, also mit Tonmaterial aus C-Dur. Die dorische Sechste findest du hier. Hier haben wir den Ton H und somit die dorische Sechste. Hier nutze ich einmal kurz die Chromatik und eben eine kleine Sechste aus D-Iolisch. Das sollten wir hier aber gar nicht so eng sehen, weil dieser Ton einfach nur dazu dient, chromatisch in einem Halbtonschritt nach oben zum nächsten Ton H zu kommen. A-Moll wird dann hier zunächst erstmal wieder Iolisch bespielt mit einem Teil-Arpeggio von A-Moll 7 aus den Tönen A, E und G. Der Ton C fehlt uns hier für den kompletten A-Moll 7 Akkord, für das komplette Arpeggio. Deshalb sage ich ein Teil-Arpeggio. Es geht weiter mit den Tönen H, C und dann Gis. Sollte hier eigentlich nicht vorkommen, wegen dem Ton G im Bass. Da sollten wir uns eher an Iolisch halten. Der Ton Gis wird hier aber als Leitton zum Ton A, der jetzt gleich kommt, und als chromatischer Übergang genutzt. In den nächsten Takten nutze ich dann wieder durchweg Tonmaterial aus A harmonisch Moll. Das siehst du immer jeweils, dass hier der Ton Gis und hier auch auftaucht. Und hier endet dieses Solo dann mit einem kleinen rhythmischen Motiv.
Ich hoffe, ich konnte dich weiter zum Improvisieren und Vorankommen in der Improvisation motivieren. Im nächsten Video besprechen wir noch einmal einen weiteren Jazzstandard und dann machen wir in dieser Videoserie wieder mit theoretischen Teilen weiter, um uns weitere Stücke, weitere Jazzstandards anschauen zu können. Vergiss nicht auf Gefällt mir zu klicken, wenn dir dieses Video gefallen hat und diesen Kanal zu abonnieren, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.